Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Planet Crafter. Wir haben gerade einen kleinen Sturm gehabt, aber vom System her, das heißt, schauen wir nach, hoppala, was dabei ist. Ja, Alu braucht man nicht wirklich. Zuerst habe ich glaube Superlegierungen vielleicht. Ja, es gibt Neuerungen. Ich habe ein wenig an der Qualität geschraubt. Also was Video angeht, 30 FPS hat mir da nicht so taugt. Es ist zwar super, weil die Datei kleiner ist, aber ich nehme ab heute wieder ab 60, also mit 60 FPS auf. Ich glaube, es ist als Zuschauer auch angenehmer. Weil sonst hat man immer, weiß nicht, ich schaue mir ja doch immer da auch die Videos an, was ich das was selber mache, und ich tue ja live reden, oder wie sagt man dazu? Das heißt, ich spiele und tue nichts schneiden. Das, was ich spiele, in der Zeit genauso, wie es aufgenommen wird, wird es auch hochgeladen. Nein, ich beeinflusse das nicht. Ja, und ein paar Neuerungen sind auch noch, also Neuerungen, das, was ich eigentlich gestern vergessen habe. Ist, wir haben die Ranke gesehen in der Höhle drinnen. Und wie gesagt, ich schaue mir ja doch meine Videos an, bevor es online stehe, damit ich sehe, ob ich nicht zu Blödsinn rede und ob man es eh online stehen kann. Ne? Logisch, also ein wenig prüfen natürlich. Ne? Und da habe ich gesehen, wie wir da in dem Biom bohren. Habe ich gesehen, dass auch Ranken sind. Jetzt ist das. Also ich habe jetzt wieder auf Maximum gestellt. Hoppala. Einstellungen, Grafik, Maximum. Die Gasse ist, wenn ich auf Maximum gehe, geht es besser als wie wenn ich auf Ultra oder auf Very High bin. Ne? Geht sogar besser. Okay, aber sei es jetzt wie es sei, seht ihr da die Ranken? Dort auch. Und natürlich war ich oben. Und eine Empfehlung von mir gleich mal, geht's her, kreuz auf, aber, oh, okay, die ist neu, mitnehmen. Also, neu da herum, ich war schon auf einem Plateau. Sollte eigentlich da auf, muss ich schauen, ob ich um mich komme. Weil jedes Mal, wenn ich oben gehe, zieht mir die Hälfte Leben an, weil ich mich verletze. Und das ist uncool, würde ich einmal sagen. Wir haben ja unseren Raum da, stellen wir ihn kurz her und atmen mal. Natürlich habe ich dann auch gleich geschaut, überall auf der Map, ob ich nur so Pflanzen, sprich Ranken sehe, aber nein. Eine Kiste ist auch keine da, nein. Lieber gut schauen, man kann zwar runterklettern, die Option ist da, aber ich habe es gestern gesehen und natürlich kann ich es jetzt auch nur mit sagen. Und es ist egal, ob ich versuche, mein Jetpack zu starten, es geht sich einfach nicht aus. Also empfehle ich, mein Jetpack runter zu springen, ne? So, ist da einer? Na? Da sind wir jetzt auf, oder? War das jetzt das? Ja, komm ich da um mich? Na, also das tut sofort die nach unten zu bewegen. Also es startet sofort da, aber ich sehe da auch eine Ranke. Ah, ich glaube, da herum war ich schon, das war eben gestern nach dem Video, habe ich mir gedacht, schaust schnell nach und habe natürlich aufgeschaut und in meiner Energie habe ich das auch gleich angebaut. Macht ja nichts, es sind ja eh noch mehr da. Haben wir auch noch eine Ranke, also das ist alles neu und so wie es ausschaut, Zeolit wird nachwachsen und zwar auf den Bäumen, nehme ich jetzt an. Also es wachsen eigene Zeolitbäume. Seht ihr, das ist ja doch da eine Palme. Ne?
Die hebt den Star auf. Darüber habe ich, glaube ich, schon mal diskutiert gehabt, ne? Und bei der Höhle, da sieht man eben die Pflanzen auch schon stehen. Da drüben ist auch was. Da oben auch was. Gehen wir ja noch aufschauen. Also, Zeolit wird. Oh, schau! Zeolit wird uns wahrscheinlich nicht ausgehen. Wäre ja auch blöd, glaube ich, irgendwie, ne? Aber es war bei mir schon knapp. Ich habe nur mehr 5 Stickeln gehabt oder 4 und das war dann eigentlich auch schon alles. Aber zum Glück. Da schauen wir nachher hin. Genau, was möchte ich denn da? Ein bisschen ein paar Bäume noch aufstellen. Oder zum Beispiel, wo wenig Wasser ist, können wir versuchen, einen Baum einzustellen. So, da haben wir Lärmersamen drinnen. So wie das? Ja, wieso nicht? Nehmen wir es mit. Bis auf die da, wir haben schon so viel. Da können wir bei Gelegenheit dann einmal eventuell das Thema lassen. Und lassen wir halt so eine da und so eine. Wer weiß für was. Wer weiß. So, ich weiß jetzt nicht, sind wir alle durchgegangen? Also da oben waren wir schon, da oben waren wir auch. Also die Kisten da, die dürften sie alle, das Gebiet ist ja doch verändert worden, folgedessen alles in diesem Gebiet, bis auf die Höhle leider da, hat sie nicht resettet. Die Kisten haben sie alle wieder angefüllt gehabt. Also Kisten waren alle wieder da, 2 oder 3 Stück waren es, eine fällt mir eh, glaube ich noch. Und waren auch wieder gekühlt. Irgendwo liegt die Kisten. Werden wir schon finden irgendwann, ist nicht so wichtig. So, der Affe schauen wollte noch. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher, wo. War das der Starter da? War das echt das? Na, oder? Ah, da unten ist er. Das Jetpack funktioniert eigenartig. Also sobald ich irgendwie, ich sag mal so, mit meinen Füßen im Bumble reingehe, schaltet sich sofort das Jetpack aus. Da hinten waren wir nicht. Ich glaube da, also dort waren wir, da waren wir und bei dem. Aber ich glaube bei dem da hinten waren wir noch nicht. Und bei dem dort auch noch nicht, glaube ich. Mal schauen, ob der eine Ranke hat. Oh, da haben wir noch so eine. Oh je, kommt der Sturm? Also wenn es nur ein Sturm ist, ist ja kein Problem. Da ist, oh nein, da waren wir schon. Ja, das war eh das Erste. Okay, ich muss doch noch in meine Box. Ich schaue jetzt gar nicht da. Ah, doch. Ah, da war das da, okay. Und das da, das hat sich auch nicht resettet gehabt. So, gehen wir da rein. Zum Atmen. Zum Glück ist das wirklich nur ein Sturm. Da ist noch Kisten. Aber die ist leer. Okay, es hat sich nicht, haben sie wirklich nur Teile da aktualisiert. Und zwar da bei den Bergen. Da vorne war eine Kiste und da hinten irgendwo.
Und da war halt überall noch was drinnen. Zumindest Raketen haben wir rausgefischt, wenn ihr das noch wisst, ne? Beim letzten Video. Da ist ein Durchgang, den nehmen wir auch gleich. Da haben wir Osmium herinnen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wo ich raus muss, aber ich glaube, da, oder? Ja, da sind wir richtig. Da ist das Raumschiff, das große. Und so waren wir dort, glaube ich, rausgekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das passt schon. Der Himmel hat aber eine Farbe, ganz violett. He? So, fliegen wir da nach Hause. Und machen uns ein paar Baumsaatstreuer. Große. Und dann noch ein paar Bäume pflanzen. Warum fliege ich in die falsche Richtung? Ah, Sturm ist vorbei. Ei, ei, der Sturm ist vorbei. Werfen da einen Blick rein, ich habe da drin kleine Veränderungen gemacht. Wir haben eine Crafting Machine, also eine Crafting Station hergestellt, eine T2 oder ist eine T3, die erweiterte halt, damit man eben gleich die Stäbe machen kann. Aber wenn man es nicht braucht, wir haben ja unseren Recycler, unseren Wiederverwerter. Da können wir also ja wieder unsere Materialien herstellen, aber fürs Lagern ist besser, ne? Also du bringst mehr unter. Musst aber nicht extra mehr Kästen machen. Das ist neu. Ja, natürlich sind sie wieder voll. Nehmen wir mal. Ja, ich kann gar nichts mitnehmen. Ich kann Stäbe machen. Da ist die Crafting Station schon ganz praktisch, muss ich sagen. Na, jetzt geht es aber, glaube ich, nicht mehr aus. Jetzt haben wir genau einen Zwang, glaube ich. Na? Berechnen kann ich es klar im Vorteil. Logisch. Immer her. Und da haben wir das Eisen in Form einer Truhe. Na, da kann man rausschauen, da ist besser. So, da habe ich schon, aber ich habe da die Mauer. Ja, und jetzt können wir uns noch holen. Control und Linksklick. Kommt das Material in dein Inventar. Das, was du auswählst. Jetzt haben wir um zwei Zwänge. Passt. Und ich muss anchecken gehen, wo ich meine Bohrer stehen habe. Weil ich muss feststellen, ich tue kein einziges Osmium anbauen. Ich bin mir aber sicher, dass ich einmal Bohrer hingestellt habe, aber irgendwann dürfte ich es mal weggenommen haben. Auf alle Fälle möchte ich kurz durchgehen und schauen, wo stehen meine Bohrer, wie viel stehen an den Plätzen. Ne? Ah, okay. Domi. Bad. Jetzt ist es, wir sind voll. Voll. Uran, voll. Wir müssen was machen. Wir müssen was tun. Da haben wir noch. Stäbe zu Stäbe.
Uran. Und das ist schon Zeolit. Dann machen wir es da weiter rein und wir wissen, dass wir sie dabei nichts holen. Wir sind da jetzt echt voll. Es wird Zeit, dass wir wieder was machen, dass das klumpert. Weniger wird wieder. Okay, wir sind da voll, sagt er. Wir haben da aber drei Bäume drinnen, die tun wir gleich mal raus. Gut, sind wir auch voll. Baumrinde. Da machst du da einer. Die drei Bäume da mal abpflanzen, das heißt drei Zeolit, glaube ich. Ich glaube drei brauche ich. Super Dinger brauchen wir auch. Da brauchen wir Gas dafür, würde ich jetzt nochmal sagen. Also Stufe 2 Dinger. 2 Gas. Also 6 Gas. Genau, Kürbis. Da haben wir Ehren drinnen, die hier gerade sehr gut. Und zwar den dritten braucht man einen Dünger. Baum, da ist er. Wir haben das ja. Also nur drei Superaloe, drei Roben und dreimal Baumrinde. Komm, der Kürbis da rein. Kürbis haben wir gesagt, zack, zack. Essen. So, die Superlegierungen. Eins, zwei, drei. Baumrinde und die Dinger. 1, 2, 3. Achso, wird das wieder eine da. Du kommst mit. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles. Ja. Darf man Baum aufstellen? Darf man Bäume aufstellen? So einer, da haben wir doch Hobby. Im Canyon, aber nicht auf die rechte Seite, sondern eher links. Und hinterhalb ist sehr viel Platz. Ich will aber da noch nicht wirklich was hin, weil wir ja nicht wissen, ändert sich das dann noch?
Muss es dann weg tun, oder kann es nachher dann überhaupt noch weg? Also es sind die, kann es nachher dann überhaupt noch weg tun, so, ne? Nicht, dass es mal passiert wie mit der einen Station, was ich da hinten habe. Im Marker habe ich weggebracht. Ja, das war da hinten. Der hat sich noch abbauen lassen. Aber alles andere ist hinter einer unsichtbaren Textur. Da ist aber auch nicht viel. He? Wurscht. Wir stellen das jetzt daher und schauen sie das an. Zack. Dann lad der gleiche. 150er, okay. Zu einen. Dem Atmen. Gehen wir her. Also auch schon zwecks. Einer gern so. Das heißt, ich brauche nur mehr Silizium, Titan und Eisen. Silizium. Eisen. Da ist Titan. So, schauen wir mal, wie das wächst, oder? Ich hoffe, das wächst so, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir. Da oben ist was. Schauen wir trotzdem hin. Da oben ist sehr schon gut durch. Was, dann komme ich da rauf? Ja. Genau, seht ihr das? Es ist zwar da viel Platz, aber passiert da noch was, hä? Wurscht, gehen wir her. Ach du liebes Bisschen, ich hab Zwingdünger gemacht. Wie Zwingdünger, da brauche ich ja zweimal, nicht einmal. Ja, schau herum da. Da nix, okay. Also vier Dünger, zwei, ich hab glaubt ein Dünger, hab das gar nicht mehr am Schirm gehabt, dass ich da zwei brauche. Obwohl ich nachgeschaut habe, so verpeilt. Kann passieren. Liegt da wieder so viel herin? Nein. Ja, ah ja, genau. Das haben mich schon ein paar gefragt gehabt, oh, wie ich aus dem Wasser wieder rauskomme, mein Dings. Ich drücke natürlich die W-Taste fürs Vorwärtskommen, die Leertaste ist eh klar, damit das Jetpack aktiv bleibt. Und wenn ich im Wasser bin, drücke ich zusätzlich nur die Shift-Taste und somit hebe ich wieder an. Ohne der Shift-Taste würde das so ausschauen, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Da tauche mal zum E. Ah, im Wasser geht das nicht, also gehe ich her mit der Shift-Taste hoch. Start. Und halt aber die Tasten gedrückt, also die Tasten wie Shift, W und die Leertaste. Die Ausschlaggebende ist eben die Shift-Taste, ohne der Shift-Taste kannst du nicht aufsteigen. Blödsinn, 1, 2.
Kochtöpfe brauche ich dann, wenn ich jeweils zwei brauche. Eins. Ah, ich brauche gar keinen Schwefel, nicht? Hier brauche ich noch. Eins, zwei, drei, vier. Geht sie wieder nicht aus, gell? Oh ja. Müssen wir Sendeln machen? Na, Blödsinn. Machen wir es da eher so. Jawohl. Passt. Essen haben wir da, dann gehen wir nur was trinken. Gut, schauen wir jetzt nicht dort hin, schauen wir da hin. Dort hinten haben wir jetzt eh schon den Baum hingestellt. Können wir ja später schauen, wie es ausschaut. Da eine konnten wir anstellen. Aber da haben wir eh das Labyrinth, oder? Dort oben ist auch ziemlich kahl. Da der Blied eh schon ist, da kommen dann noch so Baumspritzer hin, beziehungsweise ist die Wiesenstreuer da, oder Blumenstreuer. Nein, ich hab dort was hingestellt. Seht ihr, aber die wachsen da zu den Berg zu wie nicht wirklich, gell? Also. Warum sind da Bauern? Wo habe ich denn das stehen? Also da brauche ich gar nichts her tun. Da haben wir nicht. Wenn man sieht, die, wo die wachsen. Ah, weiß schon. Also wir können hergehen, aber genau das will ich nicht. Ich will so Gänge und so Zwischendinger nicht versiegeln. Das habe ich nicht vor. Damit man die Wegfind, damit die Wegfindung nicht schwieriger wird, ne? So, ich hoffe, dass das nicht die Bäume sind, die was so blöd sind, gell? Die was, wo du nicht durch kannst, wo du hängen bleibst. So, dort dieser Pott. Und wenn ich ehrlich bin, wo soll ich da? Ich probiere es jetzt einfach einmal so ganz schlicht und hau da die Samen rein und wie soll ich sie da dran ausbraten? Hm? Ich bin echt gespannt, wie das wird. Werfen wir einen Blick in die Höhle, wo dort ist. Na, das ist im Pott. Weil wir haben keine Luft mit. Seht ihr, ich habe überall die Markierungen weggetan, bis auf die zwei da, oder ich hab's schon. Drei sind's. Das ist da eine Durchgang. Es sind Durchgänge sind's. Genau, die Bohrer. Also zwei Bohrer stehen in der Super-Alloy-Hülle. Dann. Weitere zwar in der Iridiumhöhle. Da bei unserer Base. Und weitere zwar sind auch irgendwo.
In der Uranhöhle, auch nicht in der Uranhöhle. Aber zuerst habe ich geglaubt, oh, die dürfte die Wecker da haben. Ne? Wir schauen zuerst heim. Luft haben wir. Schauen wir zuerst heim. Dann sehen wir so ein Bildschirm, zumindest wie viele Stück das aufgestellt sind. Den Bohrer habe ich da gecheckt. Ja, der bringt leider keinen, ich habe mir sehr gedacht, aber ein Versuch war es wert. Den nehmen wir sie mit, den stellen wir woanders drauf. So, das müssen wir reichen. Warum ist ein Dünger überblieben? Habe ich es wieder übertrieben gehabt? Es ist ja nichts Neues bei mir. Aber macht ja nichts. Wir brauchen es ja sowieso. Schmatz. Schlürf. Was müssen wir hin? Zur Kisten. Also. Dass da was nachwächst, wahrscheinlich ist das zu bald, zu schnell, ich weiß nicht, oder wächst das nicht nach? Genau, da, wenn ich da jetzt im Bohrer aufstehe, müsste ich das Blaue zeigen kriegen. Und ich glaube, das Blaue ist das Einzige, was ich eben noch nicht habe. Ich habe da zwar schon Bohrer herin gehabt, genau, der macht das jetzt. Da gehört natürlich, Erde daher. Aber wie gesagt, wir werden uns zuerst in der Höhle umschauen. In den Höhlen. Schauen, wo was steht und ob wir es wickert dann oder da lassen. Da brauche ich nicht zwischenatmen. Da, ja, da lasse ich stehen. Da habe ich auch hergestellt, aber da wächst nichts. Also auf dem Berg da wächst nicht wirklich was, bis auf die Gräser, das klappt super. So, wir haben jetzt 9 Erzextraktoren und zwar, das schaut folgendermaßen aus. Wir haben da irgendwo eine Höhle. Da irgendwo. Da stehen 2 drinnen. In der Höhle stehen 2. Das sind 4. Sandfälle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in die Sandfälle was stehen habe. Muss man schauen. Im Schwefel habe ich 2. Dann 6. Den einen, was wir da herum jetzt aufgestellt haben, sind 7. Es fehlen nur 2. Und der steht da irgendwie, die stehen da irgendwo in dem Bereich. Das weiß ich halt nicht mehr. Aber ich denke mir, das werden wir schon finden. Ja, schon fertig. Sehr gut, die Dame gleich wieder in den Kosten. Passt.
sie dunkel? Wollen wir gleich mal die Zeit nutzen und schauen? Wo stehen die Bohrer? Ich weiß echt nicht mehr. Da habe ich keinen Stehen. Nein, weil da habe ich nichts gebraucht. Irgendwo da, da ist er. Also ich habe schon alle. Das ist eine goldene Truhe oder da irgendwo. Müsst schauen bei euch. Ich sehe da überhaupt nichts. Es blendet ja selber. Also Moment einmal. War doch nicht so gut, dass ich schwarz gemacht habe. Schwarz deswegen, weil ich mir gedacht habe, dass es nicht stört. Da stehen sie, genau. Genau. Das heißt, ich kann nicht schauen, da, was haben wir gesagt? 7, 8, 9. Dann passt sie. Dann haut das hin. Und übrig, ich krieg vom Grünen was. Ich krieg vom Roten was. Ich krieg von den Aloes was, also Super Aloes. Grün, Rot, Super Alois und vom blauen Zeug. Perfekt. Einen Schredder müssen wir bauen. Mitnehmen brauche ich jetzt nichts. Wir haben die Schränke voll. Jetzt kann man wieder zum Bauen anfangen. Na, das ist der Spalt. Ja, dann machen wir es wieder. Wie man es nicht her, dann kriegt es die Standardfarbe. Also, wobei ich ja die Farbe gebe. Mist. Gut, dass mir das jetzt gerade neu gefallen ist. Nein, lass mal schwarz an. Wisst ihr deswegen, weil mich stört das voll. Ich kenne ja all die Wege und es geht ja nur darum, eben falls ich auf die Gache was nicht finde. So, das passt schon. Ich will nicht haben, dass das im Bild umeinander ist. Das taugt mir halt einfach nicht. Und so kenne ich mich eh aus. Nur, wenn ich jetzt schnell wohin will, dass ich auch den richtigen Weg gehe und mich nicht wieder verrenne oder so. Reicht ja eh, dass ich so umeinander ihr. Ich weiß nicht, ändern sie, sind das jetzt die Bäume vom System, also vom Spiel selbst, weil meine Bäume schon anders aus. Die, was ich aufgestellt habe. Ne? Die sind schon auch vom Spiel. Ist leer.
Ja, die Bäume, die schauen zwar gut aus, aber du bleibst echt hängen da drinnen. Ach, nicht mehr raus. So, da. Da haben wir unsere Materialien drinnen. Ja. Dann würde ich sagen, wir lassen sie heute wieder. Ich nehme eh, glaube ich, schon eine gute Stunde auf. Und ja. Geht eh weiter. Aber eins möchte ich noch sagen, genau. Ich hoffe, die Qualität dürfte jetzt besser sein. Also sprich, das Video müsste jetzt fluffiger gehen. Mit den 60 FPS. Sollte das flüssiger laufen. Und was ich sagen wollte, ist, wenn dann die Version 5 oder so heraus ist, auf alle Fälle, mich hat nur mein Neu anfangen. Ne? Und ja, anfangen tue ich sowieso nur mein Neu. Der Spielstand, der bleibt, da wird auch auf Wunsch weitergespielt, keine Frage. Aber ich möchte nur mit Neich anfangen, wirklich von Grund auf neu, weil eben gewisse Materialien verloren gegangen sind, sprich die ganzen Chips und so, und ja, schauen wir mal. Ne? Lasst mir ein Like, vielleicht ein Abo da, aber über ein Like darf ich mich auf jeden Fall freuen, und ich wünsche euch nur alle ein schönes Wochenende, gell? Tschüss, bis zum nächsten Mal.